Hallo, mein Name ist Graziella und ich gehöre zu dem Team von die Kochgarage, eine Gruppe, die reist und entdeckt Kulturen. Kulturen ist Kochen, Kochen sind Zutaten. Aber wir gehen weiter und wir sprechen mit den Leuten, lernen wir viel. Jetzt finden wir in Teotihuacan del Valle. Heute bringen wir auf den Teller Yucatan, gemischt mit den Zapotecos aus der Region von Oaxaca. Mit ein bisschen ein Touch von Indonesien, Bali. Lasst ihr euch überraschen. Cochinilla ist ein Schwein. Hier habe ich eine schöne, flache, fettige Bauch. Wir werden marinieren mit Achiote-Paste, 2 oder 3 Limetten. Dann machen wir ein bisschen Salz. Piloncello ist so eine rohe Zucker. Dann werden wir jetzt von diesem Karibe-Geschmack uns ein bisschen weiter weg entfernen und machen wir, was Indonesien bedeutet. Die Dip Sambal Mata heißt, hat auch Limettensaft und Kokosöl. Das Geilste aus dieser Region von Oaxaca und besondere ist diese Mezcal. Also das ist ein Piacere. Ich würde sagen, muss man auch probieren. Die Marinade muss mindestens 20 Minuten, 30 Minuten. Nehmen wir nochmal. Gut, meine Cochinita bleibt jetzt auf dem Grill. Da würde ich sagen, 50 Minuten bis eine Stunde. Wenn ihr keine Achiote-Paste in Deutschland findet, kein Problem, macht ihr selber. Es gibt in viele mexikanische Geschäfte die Achiote-Samen. Und wie gesagt, mit ein bisschen Orangensaft oder ein bisschen Limettensaft oder Essig und ein bisschen Wasser macht ihr eure Pasta selber. Nach 25 Minuten oder 30 Minuten, man merkt und man riecht schon, das ist eine Kruste. Drehen wir das ganze Cochinita um. Aber wichtig ist, dass wirklich die ganze Achiote auf der unteren Seite bleibt. Ein Mexikaner würde eine Torta machen, bedeutet ein Sandwich, wo viele andere Zutaten kommen, wie Käse, Salat, Tomate, Ketchup, Mayonnaise. Kann man auch andere Art von Fleisch reinmachen. Dann kommt die geschnittene Cochinita Pibil und das ist eine Torta. Bleiben wir in Indonesien, wie unsere Sambal Mata, dann machen wir die Streife auf Reis, gedämpfte Reis. Super, fertig. In mein Land, Argentinien, man schneidet ein schönes Stück warme Brot, ein Stück Fleisch, man faltet, ein bisschen Limetten, warum nicht? Und man isst. Wahnsinnig gut. Ein Traum, geiles Gericht. Geil. Thank you.